Whisky-Gesprächen irgendwo der Name Santis Malt fällt, dann ist meine erste Assoziation der Santis Dreifaltigkeit, weil der mich einfach geprägt hat und ein unauslöschliches Erlebnis in meiner Whisky-Geschichte ist, dieses dreifache, gleichzeitige auf einen Einprügeln mit komplett unterschiedlichen Geschmacksteilen. Da ist Rauchigkeit drin und da ist was komisch Käsiges drin, da ist was Fruchtiges drin und für mich vereint sich das einfach zu einem, ich würde mal sagen, schönen Schmerz. Aber natürlich wäre es unfair, die Brauerei Locher AG, die Santis Malt produziert, auf diesen einen Whisky zu reduzieren. Die können wesentlich mehr. Die können eine ganz große Bandbreite. Und in dieser Bandbreite ist der hier sehr interessant, der Edition Himmelberg, der mit 43% abgefüllt ist. Der wurde zunächst in Bierfässern gereift und ist nachher in Weinfässer umgelagert worden. Und es gibt bei uns in Österreich so einen eigenartigen Spruch, der heißt, Bier auf Wein, das lass sein und Wein auf Bier, das rate ich dir, ist eher eine Anleitung für Quartalssäufer, aber in Wirklichkeit hier passt er. Die Weinfässer, die nach den Bierfässern gekommen sind, haben den um wirklich interessante Nuancen ergänzt. In der Nase habe ich zunächst einmal sehr, sehr viel Frucht. Bisschen unterlegt mit Getreidenoten. Also da ist er ziemlich breit aufgestellt und er hat schon so ein Gewürzbouquet, das er dann am Gaumen noch mehr bekommt. Da ist wieder sehr angenehme, sanfte Süße, Frucht und dann im Abgang legt sich ein bisschen sowas wie ein adventlicher Gewürzstrauß drüber. Da ist Zimt drinnen, da sind so Lebkuchengewürze drin. Das Interessante ist, das hat man bei den ersten zwei Schlucken völlig stark und mit dem Fortschreiten des Trinkens geht das zurück und lasst eigentlich mehr und mehr diese Frucht über und diese Gewürznoten, die zuerst dominant waren, unterstützen dann diese Frucht eher mehr. Der Abgang ist auch sehr süß, ist relativ kurz. Ein bisschen abtrocknend, aber nicht viel. Also da ist keine überwältigende Holzigkeit oder irgendwas dabei. Ein schönes Ding, angenehm zum Trinken, interessant zum Entdecken. Da kann man immer wieder mal reinschauen und neue Nuancen finden. In diesem Sinn danke ich wieder fürs Zusehen und Slunch.